Ja, willkommen zurück zu 7 Days to Die, gemeinsam mit dem Markus hier in der Höhle, in der Stadt des Todes, in der Central City. Wir sind auf dem Dach von Barnes & Noble und ja, wollten heute eigentlich weiter looten. Also, Aldi, servus erstmal. Ja, grüß dich. Ja, und eine Viertelstunde haben wir noch, bevor die Jungs dann endlich mal so an Geschwindigkeit verlieren, ne? Boah, Zeit wird's ja, mir tut so der Rücken weh, weil ich ja die ganze Zeit hier so gebückt da hocke. Ja. Und die Geräusche sind auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Tja. Wir denken es uns schon die ganze Zeit, die ganze Nacht war hier immer irgendwie Theater um uns rum. Ja, es war keine Minute ruhig, ja. Ja. So, schauen wir doch mal. Ich bin echt überrascht, dass das noch kein einziger Spider hier hochgekommen ist. Ja, obwohl sie ja unten sind, ne? Ja, das hätte ich eigentlich schon erwartet. Ah gut, ich hab jetzt kein Problem. Da laufen sie. Wo kommen sie? Da laufen sie. Komm, ist da drüben. Ja, meh. Da sind sie. Da sind sie, ja. Schau an. Da wurde. Ein Pop ist auch dabei. Na, servus. Oh. Ein bisschen verpackt alles hier. Du bist unten, ja? Oh, fuck. Hilfe, Hund. Und böse Blutung. Pass auf, Aldi. Ja. So, Hund ist erledigt. Ah, jetzt hat mich der Kopf aber erwischt, ja. Oh, ein Feral. Pass auf, gell? Ja. Kopf ist explodiert. Shit. Sapalot, was geht denn hier ab? Haben wir die gepusht? Kann das sein, dass die jetzt ein bisschen mehr aushalten? Möglich. Okay, Ferrari ist tot. Oh, ihr habt ein paar schöne Magnum-Barts dabei gehabt. Prima. Einfach mal alles mitnehmen, was die Bagage so am Start hat, ne? Ja. Aber da geht ja ordentlich Muni drauf. Das stimmt, ja. Und so. Kein Beaker immer noch nicht. Nee, ach, das ist zum, oh, zum Mäusemelken. Wo kommen die bloß alle her hier da? Haben sich's alle im Buchlader gemütlich gemacht. Ja, die kommen aber von Westen. Hm. Ja, da wollten wir mal auch mal hinschauen, ne? Ja. So, der fällt um, glaube ich. Was ist das denn hier? Katzenfutter? Weg damit. Was? Das ist gute Katzenfutter? Ja. Hier kann man echt nichts recht machen, du. Warum? Oh, Moment, das war... Haha, genau. Tausch mal. Hast du eine Sonnenbrille? Also du hast diese komischen Glases, gell? Diese Aviator. Ja. Die willst du behalten, ne? Ja. Okay. Gut. Noch ein Mining Hammer, den lass ich jetzt fliegen, ey. Ja, wir haben in der Nacht festgestellt, dass man die Teile jetzt selber bauen kann. Ja. Das war mir auch neu. Habe ich nicht wirklich drauf geachtet bis dato, dass das inzwischen geht. Oh, Achtung, Hornisse des Todes. Die ist bei mir schon wieder silent. Das blöde Viech. Jetzt höre ich sie. Kaum schimpfig. Ach, scheiße. So, ja. Kopf, da kommt ein Kopf, ja, ja. Aufpassen. Und ab hin. Gib alles. Tot. Oh, eine Pistole mit Munition. Sehr schön. Nimmt man gerne mit, glaube ich. In der Tat, ja. Das
Blöde Viecher. Pass auf hinter dir, Alte. Ach komm, ja, ehrlich. Bin infiziert. Macht nix, du hast Dingens dabei. Ja. Ach, da kommt nochmal Bruce Lee hier, verstehst? Meine Herren. Ja, so sehen so ein bisschen aus, ja. Konditionscheck. Ja, hab noch ein bisschen was, gut. Das Kopf. Woll. Oh, ja, der rennt kopflos durch die Gegend, glaube ich. Spuck. Ja, mei. Achtung, Hund. Wo, was, wo? Hund kommt. Alter. Geradeaus. Hat der Kopf gerade den Hundblatt gemacht, kann es sein? Ja, sah so aus. Ne? Achtung, zweiter Hund. Wo? Bei mir, bei mir, bei mir. Schöne. Kopf spuckt. Du hast es mal aber sauber gegeben. Nachladen. Uah. Scheiße. So. Ja, es ist nicht langweilig, ne? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Nee. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Besser als irgendeine Todesstadt. Das stimmt. Aber ich habe noch keinen weiteren Shop gefunden. Nee, nicht, oder? Nee. Da ist nochmal ein Kopf da vorne, ja. Ein Hund auf der linken Seite, Achtung. Schöne. Achtung! Ja, hier ist richtig Action, ne? Ja. Es sieht schwierig aus, wenn die Tante hier kopflos rumsteht. Thunfisch habe ich gefunden. Magst du den Thunfisch haben? Im Spiel hier schon gerne, ja. Achtung! Schöne. Toll, du ein Sandwich dabei, ey. Du bist damit nichts zufrieden, Knochen. Gell? Nö. Kommst du? Ich glaube nicht. Aber die Performance ist schon ein bisschen schwierig, ne? Das geht noch, ne? Also ich finde schon ein bisschen ruckelt schon deutlich. Hm. Ah, Hornisse des Todes. Das war schon mal schlimmer. Ja, aber Shops, also. Nee, lass uns mal weiterlaufen. Rechts ist ein Kopf. Die Straße runter. Ja, immer die Straße runter. Oh, ist das ein Polizei, oder? Nee. Nee, ist zu klein für eine Polizei. Okay, hier ist Ende. Ja. Hm. Da kommen noch zwei Hornissen. Ja. Bestätigt. Eine ist noch da. Ich glaube, die kommt zu dir. Ja, die ist schon bei mir. Wäre natürlich irgendwie so ein Spike-Club oder so geil. Pass auf, Alter, da kommen ziemlich viele. Schau, dass du da wegkommst. Ich bin umzingelt.
Ausgezeichnet, da kann ich nach allen Seiten angreifen. So kann man es natürlich auch sehen, ja. Und? Kaputt. So, Krankenschwester, das Blatt. Natürlich kein Beaker dabei. Spider irgendwo. Hinter dir ist ein Dicker. Jo. Tada! Dicker kommt. Jo. So, wenn man nicht viel. Pass auf, der Dicke steht wieder auf. Ah ja. So, wenn man nicht viel looten, glaube ich. So, wenn wir nur unsere Munition verballern. Ich schau mal einen Tick weiter. Komm weiter. Ja, die Straße nach Norden. Irgendwo muss es hier doch noch Shops geben. Das kann doch nicht sein, dass das das einzige war, wo wir bislang drin waren. Das wäre ziemlich mau. Ja. Oh, you're overheating. Okay, wir laufen natürlich auch stark in Richtung verbranntes Biom, ne? Ja. Hier ist ein Toolstore. Das ist manchmal bei gut, mir. Ja. Kopf. Muss mal die ganzen Mohikane hier wegklatschen. Krankenschwester. Kopf, spuckt. Das war auch knapp. Und Spiderle. Spider-Man. Der Kopf da, Vorsicht. Ja. Ich glaube, das war's. Hm. Da hat nur Pfeile drin gehabt. Ein Pfeil hat er drin gehabt. Ne, das hat sich das gelohnt. Noch, das sind noch zwei Stores. Was? Wo denn? Drei Stores. Hey, cool. Da hinten links ist noch einer. Sieht nach einem Lebensmittel aus. Das lohnt sich ja hervorragend. So, du bist beim Toolstore. Ich stehe davor, ja. Okay. Ach, du bist das noch, Hölle. Kommt hier nach wie vor Besuch, Meister? Ja. Ja. Hund kommt. Bin begeistert. Freu mich. Läuft auch vorbei. Dicker kommt rechts. Jetzt kommt er. Uiuiui, der Dicker wollte mir eine verpassen. Ja, jetzt wird's langsam ungemütlich da. Jetzt wird's langsam ungemütlich hier. Ja. Wie er immer gleich die Gliedmaßen abtrennt, hey, der kleine Rabauge. Ja, wir haben keine Gefangenen gemacht. Ich merk's, ja. Kann ich aber auch. Sehr geil. Wollen wir mal uns den Tool-Shop vornehmen vielleicht? So, ja, können wir machen. So, wenn wir gerade nichts Besseres vorhaben, wenn uns gerade langweilig ist. Kommst du rein, mach ich zu. So, dann kriegen wir vielleicht auch noch was. Geil. Kriegen wir vielleicht noch was gelootet hier da. Das ist ja sauber. Was? Eine violette Pickaxe, einen violetten Sledgehammer und ein paar Rebra-Frames. Alter, was hast du wieder für Dusel?
Zweimal Anvil, das ist ein schlechter Witz, oder? Und ein Iron Garden. Oh. Ich finde zwei Schmiede-Ambosse, das ist ja eine Lachnummer. Ich finde hier nur den größten Dreck. Ach, halt die Bank da draußen, ey. Ja, ja, Sister Abigail, hau dich nur durch, hast schon recht. Hey, ein Tools-Set. Das ist sauber. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ja. Der kommt, Schwester Stephanie kommt. Das nimmt man da, oh mein Gott. Deine Pistole gezeigt, oder dein Bogen. Was ist mit meinem Bogen? Ja, ich hab gehört, du zeigst ja öfters mal den Frauen, deine Pistole. Ach so, nee. Bogen. Nee, da bin ich sehr zurückhaltend. Ja, nee, da hab ich andere Sachen gehört. Du bist der alter Schwätzer, du echt. Alte Märchenonkel, das sind wahre Tatsachen. Wer hat mir das erzählt? Hier, diese Niki hatte mir das erzählt. Wer ist Niki? Na, Niki, kennst du doch? Nee. Die Russin. Alte, was geht mit dir? Na, hier bei. Wo war denn das? Ach, Metro 2033. In der U-Bahn kennengelernt hast. Bei Metro 2033. Ja, das war ja der Atium. Du zeigst dir öfters mal die Frauen deine Pistole. Naja. Das war eine lustige Geschichte, ja. Meine Herren. Der Atium. Noch ein Sledgehammer. Oh, ein Ogre Blade in Violett. Ja, nice. Hard Metal Door. Oh, nochmal ein Amboss. Ach komm, das ist doch eine Lachnummer hier, ey. Und eine Wrench in Violett. Auch sehr nice. Nicht schlecht, ja. Hast du schon wieder alles leer gemacht hier? Aber nur in einer Kiste was drin. Ach, Sledgehammer, das ist ja auch Müll, oder? Ich hab Violett mitgenommen. Dann strap ich den gelben mal. Ja. Ich weiß nicht, ich bin von dem Sledgehammer nicht wirklich überzeugt. Was sehen meine entzündeten Augen? Ein Crossbow-Schematik. Oh, geil. Bing. Aha. Oh, da ist was für dich drin. Ich bin nämlich zugemüllt. Ich auch. Ja, toll. Hunting Rifle-Schematik. Read. Ja, dann nehme ich einmal die Vitamine und nehme das Magnum-Teil mit. Jo, mach das. So, hast du hier ansonsten alles gelootet? Ja. War was Schönes dabei, außer deinem lila Gedöns. Ein paar Reba-Frames, aber ansonsten. Also, dann kannst du die mal herschmeißen, ich hab nämlich schon ein paar. Ja. Dann hast du wieder ein bisschen Platz. Hast du noch Stoff, Scrap Rest, Scrap Iron, Gunpowder, ja, und sowas? Schmeiß alles her, schmeiß alles her. Mach ich. Glas, da. Die Glasplatten brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne, brauchen wir nicht, ne? Nee. Ja, Öl habe ich noch. Okay. Jo. Also können wir, oder? Ja. Gut. So, the next one please. Wo ist er denn? Da ist er. Was haben wir denn hier? Nochmal ein Tools. Oh, 10er Round Schematik.
Was? Wo ist denn er schon wieder? Hinten. Am Mülleimer. Ach, ich hab den Mülleimer durchwühlt. Wenn ich mir überlege, was wir schon Mülleimer durchwühlt haben, ja, und nur Dreck gefunden haben, ne? Und hier liegt das Zeug rum. Ja. Oh, der Futterstore da drüben, geil. Da sollen wir zuerst in den Futterstore gehen, oder? Was ist denn das hier überhaupt? Das ist ein Toolstore. Ah, Tools haben wir doch jetzt erstmal genug. Obwohl, okay, eine Pickaxe, eine farbige wäre natürlich, käme noch gebückt. Ja, ich habe nach wie vor mein Zeug, ne? Ich habe immer noch mein Zeug. Aber so uhrzeittechnisch würde ich sagen, machen wir ein kurzes Break vielleicht an der Stelle. Das können wir machen. Ja. Weil dann würde sich das anbieten, dass wir einfach mal ein kleines Folgenpause machen und beim nächsten Mal, ja, geht's weiter. Also wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein hier bei unserer lustigen Loot-Truppe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dann, ne? Ciao.